meine liebe Community, damit herzlich willkommen zurück zu unserem Fernbus Flixbus Simulator. Wir stehen hier noch in Ahlbeck und wir sind schon fertig für die Abfahrt, weil alles weitere haben wir ja in der letzten Folge gemacht. Also würde ich sagen, ab geht die Luzi. Wir müssen Pause machen. Ja, wir müssen Pause machen in... Lässt er mich jetzt wieder nicht hinscrollen oder was? Nein, ich möchte nicht abbrechen, ja. Manchmal liebe ich dieses Spiel, weil das immer noch natürlich verbuggt ist. Wir müssen Pause machen Richtung Stralsund. Wir haben nur noch Stralsund und Zellin auf der Tour. Okay, dann sind wir ja fast durch. Mal gucken, ob wir es schaffen. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Ja, fahr doch mit deinem Scheiß-Taxi. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil... buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There is a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Das hoffe ich auch in jeder Folge, dass ihr nach wie vor eine angenehme Fahrt habt. Und ja, ich habe bewusst nochmal auf die Karte geguckt, weil das hatte ich ja in der letzten Folge auch gemacht und gesagt, ich wollte an der Stelle nicht abbiegen wie das Navi, ich wollte mit Absicht hier geradeaus fahren. Weil ich mich gefragt habe, warum das Navi uns den anderen Weg lotst, weil geradeaus ist doch viel besser. Außerdem fahren wir dann hier noch durch dieses andere Dörfchen hier. Was mich wundert, dass man die nämlich nicht anfahren kann, dass diese Dörfchen hier alle gar keine Haltestelle haben. Aber ich wollte mit Absicht durch diese zwei Dörfer noch fahren. Einfach, dass ihr mal was komplett anderes seht einfach. Ein bisschen mehr Landstraße und nicht die ganze Zeit permanent Autobahn. Also das
war in diesem Falle Absicht von mir. Und kilometermäßig dürfte sich das nicht viel tun. Der eine Taxifahrer vorhin, weiß ich nicht, da in dieser Schikane, nenne ich das mal, ihr wisst schon, was ich meine. Dachte ich auch, warum bleibt der nicht einfach stehen und lässt uns mit dem Bus erst durch? Dann wäre das viel einfacher gewesen und wir hätten da nicht im Schneckentempo durchfahren müssen, aber... Naja, die KI ist halt einfach scheiße, ist halt einfach so. Damit müssen wir uns arrangieren. Fahr mit deiner Ranzkarre, mit deinem Scheiß-Taxi. Ja komm, fahr! Die Straße ist frei. Ja, also sonst war so eilig, die Taxifahrer, aber nee, bleibt erstmal mitten auf der Kreuzung stehen. Was ist jetzt hier die tolle Sehenswürdigkeit? Das da drüben oder was? War nämlich auch ein Grund, warum ich hier langfahren wollte, weil ich auf der Karte gesehen habe, dass hier noch eine Sehenswürdigkeit ist, aber was soll das sein? Kann denn nur das da drüben sein? So ein Rowdy. Ja gut, da war wieder eine, ja weiß ich nicht, entweder zu krasse Bodenwelle oder ein Stück Straße, ja genau, Gelände. Ja, Fahrzeug auf Gelände, also ich wüsste zwar nicht, was das hier Gelände ist, ich fahre auf der Straße, also es gibt wieder Abzüge in der B-Note, wenn wir angekommen sind, aber naja, diese unfertigen Spielelemente, diese unfertigen Straßen. Aber Hauptsache DLC-Bus hier für überteuertes Geld rausbringen. Aber jetzt fange ich schon wieder damit an und ich wollte es eigentlich lassen. Aber wenn sowas passiert, sorry, wenn sowas passiert, kann man nur den Kopf schütteln und sich denken, aber Hauptsache fertig, aber Hauptsache DLC-Bus rausbringen anstelle von solchen Sachen fixen und sowas fertig zu machen. Das ist einfach nur dreist. Deswegen bin ich auch so hart in der Kritik und sage halt, ich kaufe keine DLC-Busse. Ich stecke TML nicht noch mehr Geld in den Rachen. Solange wie solche offensichtlichen Fehler nicht behoben sind. Können Sie mal eine Pause einlegen? Ja, sobald ein Rastplatz kommt. Ich soll nach Ahlbeck eine Pause machen. Bevor wir in Stralsund sind und von Stralsund nach Selling fahren. Also vor Stralsund soll ich eine Pause machen. Wenn ihr mir einen Rastplatz gebt, ich kann ja jetzt schlecht hier einfach am Depot Pause machen. Also es ist wohl nicht erlaubt. Also wenn ein Rastplatz kommt, mache ich auch gerne eine Pause. Auf jeden Fall bereue ich nicht, hier die Landstraße gewählt zu haben, weil
ist zur Abwechslung auch mal ganz angenehm, als wenn man ständig über die Autobahn brettert. Schön durch die Dörfer durch. Ja, bei den Dörfern darf man zwar immer nur 50 fahren. Ich glaube, das war auch der Grund, warum das Navi den anderen Weg gewählt hat, weil man auf dem anderen Weg hätte schneller fahren dürfen. Aber gut, sei es drum. Ich wollte mal ein bisschen die Landschaft genießen. Und ich hoffe, ihr tut das auch. Und so haben wir wieder einen Bug aufgedeckt. Mit dem so ein Rowdy und ob ich übers Gelände fahren muss und so. Dabei war da gar kein Gelände. Dabei bin ich ganz stinknormal über die Straße gefahren. Also haben wir den nächsten Bug aufgedeckt. Wie gesagt, die Fehler sind offensichtlich. Schöne Landschaften sind das hier schon, definitiv. Also wie gesagt, hatte schon seine Gründe, warum ich die längere Route gewählt habe. Ich wusste zwar nicht, dass es so schön hier oben ist, aber ich dachte mir sowas in der Art schon, weil ein bisschen ländlich, ein bisschen Landstraße. Also ich finde es geiler, wie ständig über die Autobahn rasseln. Ich weiß ja nicht, wie ihr das so seht. So, jetzt muss ich wieder auf die Autobahn hoch, ne? Ich hoffe, der Verkehr nölt sich hier aus. Sieht aber gut aus. Der fährt. Ja, und der Rest auch. Ja, dann wollen wir mal auf die Autobahn rasseln für die letzten paar Kilometer. Noch, ne? Ja, 54. Lässt er mich? Oh, die KI lässt einen mal rein auf die Autobahn. Wie gnädig. Das war knapp, da hätte beinahe ich einen Fehler. Oh, ich muss hier runter, okay. Ah, und dem vor mir machen auch schon wieder Vollbremsungen. Okay, das war jetzt mal so ein Manöver, wie was die KI sonst fährt. Erst nach links ziehen, dann doch wieder nach rechts ziehen. Ich wollte es zum Überholen ansetzen und dann stelle ich fest, ups, ich muss da raus. Na ja, gut, wie gesagt, ich nehme das Spiel, weiß ich nicht. Für den Moment jedenfalls nehme ich das Spiel gerade nicht mehr ernst. Tut mir leid. Also ich hoffe, ich kann in den nächsten Folgen wieder ein bisschen ernster aufnehmen und wieder das Spiel ein bisschen mehr für voll nehmen. Aber mit diesen ganzen Fehlern, ihr wisst das, wenn ein Spiel mir nach einer Weile zu viele Fehler hat, dann fange ich auch irgendwann an, das Spiel nicht mehr ernst zu nehmen. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem noch Spaß an dem Let's Play. Und wenn nicht, dann... Wenn ihr jetzt sagt, ich alber jetzt zu viel rum oder ich baue jetzt zu viel Mist, dann sollt das mir halt in die Kommentare schreiben, damit ich das wieder ändern kann. Aber ich denke mal, noch hält sich alles in der Waage und alles in Grenzen.
64 sein soll, weiß ich auch nicht. Zum Glück war es nur ein ganz kleines Stück Autobahn. So haben wir wirklich noch ein bisschen ländliche Gegend hier. Ich glaube, das hier soll mal eine Autobahn werden. Dass uns die Leute hier nicht mehr entgegenkommen, sondern dass man beide Spuren benutzen kann. Also, und dann die andere Seite, seht ihr ja auch, sind auch zweispurig, das hier soll mal eine Autobahn werden. Ist zwar kein Baustellenlogo, wir sind auch gerade offiziell nicht in der Baustelle, aber inoffiziell würde ich sagen, ist das eine Baustelle. Da hört die Straße links nämlich wieder auf. Die bauen sie noch, die befinden sich noch im Bau, also ist eine inoffizielle Baustelle, die nicht eingetragen war. Rastplatz unterwegs. Wir sind in Stralsund. War kein Rastplatz. Also sollte ich jetzt einfach dran denken, dass ich, bevor ich die neuen Passagiere einchecke, dass wir einfach mal an der Bushaltestelle kurz rasten. Wird am Ende nur nicht anerkannt. Gibt ja eh wieder null Pausenqualität, was halt voll lächerlich ist, weil ich im Großen und Ganzen die Pausen eingehalten habe. Nicht gerade ein Rasthof? Nein. Ja, sicher, sicher. Wer weiß, ob da nicht noch ein Dritter rüberhuschen will. Auf jeden Fall sind wir in Stralsund gesund und munter angekommen. So,
Dann machen wir jetzt erstmal schnell die Rastpause. Jetzt checken wir noch die letzten Passagiere ein Richtung Celine. Hallo, hier ist mein Ticket. Dankeschön. Also alles, was jetzt kein Celine ist, kann ich wegdrücken. Guten Tag, das Ticket. Nee, nach Rauen fahren wir nicht. Mein Fehler. Hallo, könnte ich bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen? Ja, klar. Ganz schön viele, die wir den Leuten, denen wir noch ein Ticket kaufen mussten, also wir nicht, die bei uns noch ein Ticket kaufen mussten. So. Ganz schön viele. Die meisten, die haben vergessen, ein Ticket nach Celine zu kaufen. Kaufen das jetzt noch bei uns. Vielen Dank. Hier in dem Bus, ach, das waren nur die zwei. Okay, einer, der was haben wollte, einer, der hatte es schon und du wolltest nicht mit uns mitfahren, ne? Ich suche mir gerade eine neue Verbindung. Genau, du suchst ja eine neue Verbindung. Das ist richtig so. Na dann wollen wir gar nicht so lange überlegen, sondern weiterfahren Richtung Celine. Letzte Haltestelle auf unserer Tour. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet, schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Da habe ich fast geträumt, ich wollte gerade aus Versehen rechts rum raus, statt links rum. Das wäre dann mit Steckdosen nicht so gut gewesen. Was haben wir jetzt noch? Gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone 58 Kilometer, dann sind wir da. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Ganz schön duster an manchen Stellen, also manche Schattierungen, die sind echt arschduster.
keine Ahnung, was da die Sehenswürdigkeit war. Die Brücke oder so. Ich habe echt keinen Plan. War schon wieder viel zu schnell. Bisschen vom Gas gehen hier. Kann ja wieder nur ein kurzes Vergnügen sein mit der Autobahn, weil wir haben ja nur noch, wie viel sind's? 38, jetzt 37 Kilometer vor uns. Bei nur noch 20 Kilometer tue ich ungern den LKW überholen. Ich traue mich nicht. Wer weiß, wo ich wieder abfahren muss. Ich weiß nur, so wenig Kilometer sind und ich weiß, dass sich die Zeit ausgeht, bleiben wir jetzt schön hinter dem LKW. Autobahn hört jetzt eh auf. Ich ja nicht, dass wir nicht abfahren müssen, sondern dass es einfach nur geradeaus geht, weil wenn ich gewusst hätte, dass wir so schnell in Zerlin sind, hätte ich den LKW vielleicht doch fix überholt, aber ganz ehrlich, auf die halbe Minute kommt es dann auch nicht drauf an. Yo! Und der LKW macht wieder einen schönen Stoppi vor uns.
dann fahr auch. Damit haben wir auch Celine erreicht. Wenn ich nur vorher gewusst hätte, wie schnell und günstig Fernbusse sein können. Na, dann würde ich mal sagen, herzlich willkommen an eurer Endstation. Gepäck habt ihr alles? Sehr gut, dann loggen wir uns jetzt aus. Auf die Punkte achten wir aber gar nicht, weil die sind eh totaler Humbug und stimmen eh nicht überein. Insgesamt bekommen haben wir 341 für die Tour. Hier sieht doch noch alles ganz gut aus mit den verkauften Tickets. Aber alleine schon abgeschlossene Stops 2 von 8. So ein Bullshit, ich war an allen Haltestellen. Also ihr wart dabei. Zwar nicht in einer Folge, sondern über mehrere Folgen mit Spielstand wieder laden, aber wir waren an allen Haltestellen und sind jetzt hier 1001 Kilometer gefahren auf der Tour, also das ist halt, ich weiß nicht, das ist halt völliger Quatsch, also ja, Pausenzeiten 0%, so ein Quatsch, also wie gesagt, ich gebe hier schon gar nichts mehr drum, einfach fortsetzen, Augen zu und durch. So, weil wir jetzt wieder erst knapp bei einer halben Stunde sind, würde ich sagen, normalerweise tue ich neue Touren ja immer erst in Dings machen. Also ihr wisst schon, normalerweise tue ich neue Touren immer erst in der nächsten Folge machen. Das wollte ich sagen. Das habe ich doch echt das Wort nicht gefunden, was ich sagen wollte. Nee, neue Touren in der nächsten Folge machen, aber weil wir jetzt noch Zeit haben, würde ich sagen, neue Route erstellen und abspeichern machen wir jetzt schon in dieser Folge, aber mit der Tour anfangen zu fahren machen wir dann erst wieder in der nächsten Folge. Müsste dann ja Nummer 8 sein, ne? Das war jetzt Route 7, die wir gefahren sind, dann müsste das ja jetzt Route 8 sein, glaube ich. So, und jetzt muss ich wieder überlegen, weil ihr wisst ja, der Maulwurf macht sich ja nie einen Plan, der spielt ja immer einfach drauf los. Genau, das könnte ich von Dresden aus über Leipzig, Halle, Erfurt und so fahren, aber Nürnberg waren wir auch noch nicht, ne? Ne, Nürnberg waren wir auch noch nicht. Kassel waren wir auch noch nicht. Ich würde gerne mal nach Köln fahren, aber von Köln ist es so weit nach da oben rumzufahren. Von Dortmund würde es auch gehen, Richtung Bielefeld, dann Osnabrück und so weiter. Wilhelmshaven ist genau in der Kante, genau in der Kante. Ich würde gerne aus diesen Kanten hier halt, würde ich ganz gerne, ungern wieder zurückfahren. Moment, waren wir da schon? Ja, da waren wir schon. Wilhelmshaven, Busbahnhof, der steht nicht mehr unentdeckt, da waren wir schon, okay. Dann war ich einmal da und bin dann wieder zurückgefahren, keine Ahnung, frag mich nicht. Aber in Bremen waren wir noch nicht, genau. Also hier Osnabrück, Bremen, Bielefeld, hier oben, da lang waren wir noch nicht. Da ist der Paderborn, Kassel, Erfurt.
Und da wäre Nürnberg, dann würde es wirklich Sinn machen, da lang die Route zu machen. Hier rum. Dann hier irgendwie rüber, auch wenn wir von Paderborn nochmal ein kleines Stück zurück müssen. Bielefeld, Osnabrück, Bremen vielleicht. Und dann hier Hamburg, Kiel und Flensburg fahren. Ja, und dann die letzte Route, die noch fehlt. Ich würde nämlich ganz gerne noch zwei Routen da draus machen. Beim nächsten Mal würde ich dann nochmal von... Ja, Erfurt muss ich jetzt mitnehmen. Das nächste Mal würde ich dann wahrscheinlich nochmal von Dresden aus nach Leipzig, Halle, Magdeburg. Ja, genau, dann muss ich gucken, wegen Wolfsburg, Braunschweig, Schwerin und Rostock und so. Ja, ich weiß noch nicht. Ich bin mir noch nicht ganz so schlüssig. Oder mache ich es einfach just for fun, weil wir es frei haben? Ja komm, mache ich auch. Ich mache jetzt Stralsund. Ja komm, wir fangen jetzt mit Stralsund an. Ich mache es jetzt ganz anders. Stralsund. Dann Rostock. Dann packen wir Schwerin rein. Wir biegen aber hier ab, weil wir... Ich glaube, die Hamburg-Tour hebe ich mir zum Schluss aus. Flensburg hier Hamburg, die hebe ich mir zum Schluss auf, glaube ich. Ich muss nur gucken, dass ich das vernünftig einbaue. Ja, ich würde gerade wollte gerade sagen, von Schwerin ist das dann der längste Weg hier runter, ne? Ja. Doch, von Schwerin, das wird dann der längste Weg hier rüber. Ja, Hamburg nehme ich dann andermal mit. Ja komm, dann fahren wir nach Magdeburg. Genau, dann fährt er hier lang wieder. Dann fahren wir wieder an Potsdam zwar vorbei, wo wir schon einmal waren, aber dann nimmt er die Tour da lang. Das ist okay. Ich muss nur gucken, wie ich jetzt was mache, damit ich mit der anderen Tour nicht entgegenkomme. Oder ich mache doch eine Tour draus. Ich glaube, es geht sich sogar so aus, dass wir jetzt wieder eine kleine Ehrenrunde fahren. Das heißt eine kleine, das ist schon eine größere Ehrenrunde. Dann Wolfsburg und Braunschweig. Waren wir ja überall noch nicht. Ja, ich bin echt noch am überlegen, wie ich das mache, aber so nehme ich euch halt mit. Das ist zwar totaler Bullshit, den ich hier erstelle, aber umso mehr wie wir haben, umso besser. Dann nach Steinhude und von Steinhude aus direkt nach Hannover. Das ist nicht weit. So, Bielefeld, Osnabrück, das lasse ich mir dann später für die Tour wieder nach oben, wenn ich nach oben fahren will. Ja, von Hannover aus würde ich dann sagen, geht's dann runter nach Halle und Leipzig. Genau, das geht sich aus, das was ich vorhab. Und das geht sich, glaube ich, aus. Dann auf nach Erfurt. Von Erfurt dann nach Nürnberg, da waren wir auch noch nicht. Also ich hoffe, ich habe hier unten und so, ich hoffe, ich habe nirgendwo eine ausgelassen. Ich hoffe, ich war dann überall, aber dann erstelle ich jetzt nochmal eine lange Route. Das dauert dann ganz schön, aber ist ja nicht schlimm. Nürnberg. So, Augsburg und München waren wir. Ja, da waren wir. Dann würde ich sagen, gehen wir von Nürnberg. In Würzburg waren wir auch schon mal, da müssen wir auch nicht mehr hin. Das heißt, dann kann ich von Nürnberg wieder eine lange Tour machen Richtung Kassel. Müsste passen. Und dann jetzt hier Paderborn. Da muss ich zwar wieder ein kleines Stück zurückfahren, weil wir wieder ein kleines Stück hier rausfahren müssen. Es gibt nur einen Weg, aber egal. Von Paderborn dann nach Bielefeld. Dann würde ich sagen nach Osnabrück. Das fehlt ja auch noch. Dann ab nach Bremen. Und dann kriegen wir schon hin hier. Hamburg-Zopp. Der ist ja richtig gut umgesetzt, wenn man laut Peru, und ich habe es bei Peru ja auch schon gesehen, also beim Kollegen, das sieht richtig gut aus. Ja, dann noch nach Kiel. Und von Kiel als allergute Letzte als Flensburg. Dann haben wir mit 8 Routen die ganze Karte abgefahren. Das sieht zwar ein bisschen verstrahlt aus, weil ich jetzt von da oben erstmal hier zicke, zacke, zicke, zacke, heu, heu, heu nach unten fahre. Und dann wieder hier relativ straight da hochfahre. Aber dann haben wir doch alle Haltestellen drin.
Reisezeit 42 Stunden 36 Minuten, also Ingame-Zeit natürlich. Distanz 3057 Kilometer, also das Dreifache von dem, was unsere letzte Tour war. Unsere letzte Tour war ja 1001 Kilometer, also das Dreifache ungefähr. Ich würde sagen, wir checken jetzt nochmal von oben alles ab. Einfach weil wir es können. Das sind die Unentdeckten, das ist klar. Das habe ich markiert, aber den Rest... Also ich zoome mal ein bisschen ran. Also wenn euch noch was auffällt, wo wir noch nicht waren, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Weil alles, was wir noch nicht hatten jetzt, meine ich, hätte ich jetzt auf dieser Tour jetzt mit eingebaut. Weil mein Plan ist ja wirklich, überall mindestens einmal gewesen zu sein. Und wenn wir überall mindestens einmal waren, dann geht es los mit den Wunschrouten, wenn ihr euch was wünscht. Und solange wie ihr da euch da nichts wünscht, fahre ich dann halt meine eigenen kreierten Routen weiter. Aber ich meine, wir waren dann überall. Ja, ich habe schon so ein paar kleinere Ideen. Klar, ich denke mal so Touren wie Wien und Brest zum Beispiel, also wirklich von der einen Seite, oder Ostrava-Brest von einer zur anderen Seite, das werden wir wohl nicht hinkriegen, das sprengt den Rahmen, weil das schaffe ich auch nicht in einer Folge, dann müsste ich immer ganz viele Zwischenstopps auf irgendwelchen Rastplätzen oder Standstreifen auf der Autobahn machen, das wollen wir natürlich nicht, das vermeide ich ja so gut es geht. Ich mache ja schon lange Touren und dann versuche ich immer die Stops halt an den Haltestellen zu machen. Aber ich würde sagen, wenn ich die jetzt abspeichere erstmal, hoffe ich habe es wirklich nichts ausgelassen, weil ich bin mir hier in dem Bereich hier nicht sicher, ob ich jetzt hier irgendwo was übersehen habe. Ich weiß hier Dortmund und so, da waren wir überall. Deswegen gehe ich da dran vorbei. Würzburg habe ich geguckt, da waren wir auch, deswegen nehme ich die hier gar nicht mit, deswegen fahren wir da gleich vorbei. Regensburg waren wir auch, also überall diese angrenzenden Haltestellen. Ich meine, ich habe sie alle, ich speichere die jetzt ab. Sollte euch was aufgefallen sein oder mir fällt im Nachhinein noch was auf, dann zeige ich euch das natürlich. Mich hat das gewundert, dass in Wolgast keine Haltestelle ist, aber da sind wir ja in der Folge jetzt sogar durchgefahren. Dann wundere ich mich, dass es beim Ticketverkauf, dass da steht Hoffenheim, dass man also theoretisch ein Ticket nach Hoffenheim verkaufen kann. Aber dass man in Hoffenheim auch keine Haltestelle hat zum Anhalten zum Beispiel, das ist mir auch aufgefallen. Also warum hat man es dann im Ticketverkauf drin, wenn man da nicht anhalten kann? Aber Eisen ein, ja doch. Stralsund, Flensburg ist es unsere Tour. Es war total verstrahlt, weil wer mit meiner Tour von Stralsund fahren würde, das würde ja eigentlich nur von da oben, von hier, Stralsund, einmal darüber nach Flensburg gehen. Also wäre eine kurze Tour, aber wer mit mir reist, der muss erstmal hier komplett hier runter fahren und dann wieder nach oben. Also ja, ich weiß, total Banane, was der Maulwurf da macht, aber dann weiß ich, wir waren überall mindestens einmal. So, und jetzt einmal abspeichern das Ganze. Ich würde sagen, ich habe da die falsche Route genommen. In der nächsten Folge möchte ich ganz gerne mit euch die Stralsund-Flensburg-Route fahren. Wenn ihr diese Route auch gerne sehen wollt, natürlich wieder aufgeteilt auf mehrere Folgen, wie immer, dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut und für diese Folge erstmal ein Like da lasst, eventuell einen Kommentar da lasst. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, auch sehr gerne ein Abo, das hilft uns weiter. Auch bestehende Zuschauer auch gerne noch ein Abo dalassen. Es kostet euch nichts. Und dann bin ich für diese Folge erstmal wieder raus. Peace over and out, euer Maulwurf.